Wenn es denn geht. Scheinbar geht's. Und scheinbar finde ich hier auch Tagungszeit. Und renne im Kreis. Aber hier gibt es noch einen Pilz, den ich den Leute heilen kann. Da oben ist er. Wenn ich alles hochklettern kann, ne? Ups. Okay, dann werde ich doch nicht hinpaddeln, sondern hinlaufen. Hier gibt es ja doch noch irgendwas zwischendurch zu entdecken, sowas wie kranke Menschen oder Bürger-Es. Oder ich nehme doch wieder ein Beutelboot. Elise, all diese Mädchen, was führt dich hierher? Was hast du für mich? Eben kam eine Kutsche. Wir schnappen sie an der Biegung. Ein Rennen, los! Ein Rennen. Ich weiß nicht mal wohin. Was ist da hin? Gewonnen? Okay. Ja, sehr. Ich nehme den Berserker-Giftpfeil. Und versuche mich ein bisschen nachzuschleichen. Dafür, dass du mich entdeckt hast. Wo du gerade dabei bist. Und lauf! Dann nicht. Der Giftteil gefällt mir. Ja, natürlich auch.
Ich kenne ein paar von ihnen. Sie haben für mich gearbeitet. Okay. Chris Fee, auf ein Wort. Elise, was machst du denn hier? Die wohnt hier. Wonach sieht es aus? Ich rette dich. Wovor? Meiner Arbeit? Der Freiheit? Chris Fee, diese Ketten hier sind kein Zeichen von Freiheit. Das ist nur vorübergehend. Zu viele Arbeiter flohen auf der letzten Reise, ohne zu zahlen. Wir werden freigelassen, wenn wir am Ziel sind. Und das bekümmert dich nicht? Elise, mein ganzes Leben bekümmert mich. Doch so kann ich überleben, bis wir im Süden die Freiheit erlangen. Ich traue dem nicht. Chris Fee, ich verspreche, wir werden das aufklären. Aber... Wir sollten uns das Fort ansehen. Der Zeitpunkt ist günstig. Die Soldaten sind in der Stadt. Das Fort wird fast leer sein. Elise! Mir gefällt, wie du denkst. Gut, ich späh voraus. Triff mich an der Brücke. Und Chris Fee? Halt dich aus Ärger raus. Während wir welchen machen. Gut. Danke. Aber er bedankt sich, obwohl er nicht wollte, dass wir das tun. Aber egal. Schneller als die Gegner in den Rennen, ja. Und Zettel mitnehmen. Ich will den Tagebucheintrag haben. Da ist er. Katsching. So, dann kann ich ja jetzt hier bestimmt hochklettern. Und beschwingt wie ein kleines Elfchen über die Äste. Hier rüber. Muss da drüben hin. Ja. Hallo. Erinnerung beginnt. Die Zeit ist günstig. Der ranghöchste Mann, den ich hier sah, ist ein Teniente. Er wird nicht gut beschützt, aber das Fort ist groß. Wir werden nach ihm suchen müssen. Das bekommen wir schon hin. Ui. Nur eins verstehe ich nicht. Was wollen die Spanier mit den Bewohnern von Saint-Danger? Warum Sie? Warum jetzt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir ungewöhnliche Aktionen bei den Spaniern auffallen. Als sie die Macht übernahmen, gab es einen Komplott, den Gouverneur zu kontrollieren und Sklaven in den Untergrund zu schleusen. Und? Ich dachte, ich hätte dem Ganzen ein Ende gesetzt. Gut, dann machen wir das also nochmal. Ja, Lip-Sync ist anders. Hier kann ich mich verstecken, das will ich aber gar nicht mehr. Für wen hältst du? Okay, heimlich und unbemerkt ist ein bisschen anders. Eher so.
Und nun stehe ich vor der Eingangstür. Haltet sie! Ihr bleibt einfach hier oben stehen, ja? Ich schätze, ein Verhör kommt jetzt wohl nicht mehr in Frage. Es gibt schnellere Wege, die Wahrheit zu finden. Ja, zum Beispiel könnte ich erstmal die Schatztruhe hier einnehmen. Und dann zu den grünen Punkten gehen. Okay, oder ich gehe erstmal zu dem Erkundungspunkt. Das war jetzt nicht so lang. Fernung zu dem Ziel verringern, ja, okay. Geht's auch, wenn ich den nicht vergrößere? Ich will mich jetzt zuerst hier oben hin. Ja, genau. Okay, und Tab und hier rum. So und hoch. Ach komm. Echt jetzt? Ich will zum Aussichtspunkt. Mann, die können auch gar keinen Spaß haben. Ja, ja. Nur den Schatz mitnehmen, dann runter. Nur den grünen Punkt erreichen. Hallo, liebe Sklaven, was geht ab? Heißt das, wir gehen nicht an Bord des Arbeitsschiffes? Arbeitsschiff? Wohin soll dieses Arbeitsschiff segeln? Weg von dieser erbärmlichen Kolonie. Mehr weiß ich nicht. Also gut, raus mit euch. Kommt mit mir! Ich werde in diesem verfluchten Land sterben. Habe ich nicht recht? Aveline, mach dich jetzt besser rar, bevor dir noch mehr Dankbarkeit entgegengebracht wird. Ich bringe diese Leute zurück nach Saint-Danger. Darf ich jetzt den Erfüllungsgrund erkunden? Nein, darf ich nicht. Animus Erinnerungsnotizen. Überzeugt davon, dass Gouverneur Ulua hinter den Entführungen in New Orleans steckt, fasst Aveline den Plan, ihn aus der Festung der Basier herauszulocken, die er nur selten verlässt. Und ich bin wieder im Hause. Hmm.
Ja. Nein, ist nur, wenn ich zu der Schatzkiste wollte jetzt. Ja, solche Dinge gibt es ja immer wieder. Und jetzt gehe ich da rein und ziehe mir die Geschichte rein. Oder auch nicht. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. Aveline, bist du betrübt? Was hast du gefunden? Zu viel und nicht genug. Die Spanier stecken hinter den Entführungen. Aber die Opfer scheinen sich auf den Transport zu freuen. Wohin, das weiß ich nicht. Keiner im Fort wusste es. Die Anweisung muss von ganz oben stammen, von Gouverneur Ulloa. Versteckt er sich deshalb in La Balise, statt in die Stadt zu kommen und hier seine Pflichten wahrzunehmen? Was führt er wirklich im Schilde? Ich weiß es nicht. Doch ich finde es heraus. Das dürfte schwierig sein, solange er versteckt bleibt in La Balise. Ich treibe ihn raus und hole mir Antworten. Verhöre sind nicht gerade dein üblicher Stil. Dies sind auch keine üblichen Umstände. Gut. Dann passen wir uns diesen Umständen an und planen unseren Angriff. Dieser spanische Gouverneur hat die Handelsgesetze so verschärft, dass selbst die Plantagenbesitzer nur auf einen Vorwand warten, um sich zu erheben. Ich kann mich unters Volk mischen und ihnen einen Vorwand liefern. Das kannst du. Okay, dann werde ich mich mal unter die Leute mischen. Im Sklaven-Outfit. Gerald zum Aufstand folgen. Okay, jetzt sind wir hier am Wasser. Einen Aufstand anstiften. Haltet eure Position! Haltet eure Position! Vive la Louisiane française! A bas le gouverneur! Okay, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Es hat begonnen. Wir holen sie uns. Klappt euch, die Bastarde! Gut, dass ich nichts zu tun hatte gerade. Außer die drei Leute anzusprechen und das losgeht. Ich erhielt eine sehr aufregende Information. Eine Schießpulverlieferung. Auf dem Weg zu einem Außenposten. Es sei denn, wir fangen sie ab. Dafür bin ich nicht richtig gekleidet. Habe ich Zeit zum Umziehen? Ja. Nimm dein wahres Ich an, hol deine Waffen und wir gehen. Wir? Du kommst auch mit? Du weißt schon, dass das nicht ungefährlich ist. Ja, nun, jemand muss doch navigieren. Mit den Kleidern? Gerald, ich... Aveline, ich scheue mich sicher nicht, mir die Hände schmutzig zu machen. Warum solltest nur du den ganzen Spaß haben? Ich wusste gar nicht, dass du... Ich weiß, was du denkst. Blanc der Vernünftige, Blanc der Langweiler. Ich bin mehr als nur ein Buchhalter, Aveline. Nun gut, du bist auch ein Navigator. Ein wahrer Magellan. Ja, schnell mal nachschauen, was Magellan ist. Ein Magellan, ja. Gut, dann werde ich mich jetzt zum Assassinen verwandeln, wie ich es gerne tue. Assassinen.
Ich bin zwar ein bisschen bekannt, aber... Ach, gut.